Stuttgarter Küste mit richtig heftigen Sturmwindböen. So, Plochingen und Eisingen habe ich hinter mir. Und jetzt muss ich da irgendwie durch. Ich sehe schon krass. Gestern hatten wir 14 bis 17 Grad und heute ist da oben noch Schnee. Nach 57 Kilometer heute darf ich schieben. Ich habe heute etwas über 100 vor und wir haben es jetzt gerade 12 Uhr durch. Und für mich gibt es jetzt gleich Mittag. Ich schmeiß jetzt den Trangia an. Es gibt diesen Couscous mit Gemüse, schon Trockengemüse, in meinem selbstgemachten Topf. Und ich glaube, das reicht. Und da hat der Joe mir gestern freundlicherweise noch ein Hühnchenbrust auf offenem Feuer gekocht. Und das habe ich jetzt hier reingeschnetzelt. Ja, heiß genug. Als Frikassee. So, Topf vom Herd. Ablöschen. Und jetzt kann man das hier gut hier reinstellen wieder. Und kann man direkt losessen. Oh, jetzt genieße ich das. Ich habe 78 Kilometer auf dem Buckel. Jetzt genieße ich das. Ich hoffe, hier hoch zu's war, ist jetzt die letzte Steigung, die ich schieben muss heute. Dass ich dann noch runter zur Donau nur noch Rollen brauche. Kalt ist es hier oben. Und da passiere ich gerade das Ortseingangsschild Eiselsau oder so. Kein Wunder. Also, alles ist so schattendicht. Jetzt geht's hoffentlich dann auch runter. Vielleicht sehe ich gleich die Donau. Hey Leute, es ist 17 Uhr. Am zweiten Tag der Radreise und ich sehe das erste Mal die Donau. Guck dir das mal an. Ich bin auf dem Aussichtsturm Donautal, östlich von Günzburg.